Hey ihr Lieben, da bin ich wieder. Ja, ich bin die Mia, ich moderiere eigentlich den Sonntag, aber heute mal den Freitag. Genau, als erstes würde ich gerne zum CSD kommen. Der ist ja morgen in Stuttgart. Und wie letzte Woche schon angekündigt, habe ich mir Gedanken über einen Treffpunkt und eine Uhrzeit gemacht. Da ich denke, dass die meisten mit dem Zug, also über den Hauptbahnhof kommen werden, würde ich einfach sagen, um 14.30 Uhr am Hauptbahnhof beim McDonald's. Kurze Erklärung, ist ja noch ein Kopfbahnhof. Und wenn ihr so von Gleis 2 bis 5 ankommt, müsst ihr nur einfach geradeaus laufen, dann lauft ihr eigentlich auf den Megis zu. Alle höheren Gleise einfach rauslaufen und rechts halten, dann kommt ihr auch auf den Megis zu. Also ihr werdet es schon finden, vor Meg ist noch so ein kleiner Bäcker, ich glaube von Jormas oder so. Weil es auch noch so ein Postkasten, also werdet ihr finden. Genau, die Parade geht 16 Uhr los, ich würde sagen 14.30 Uhr treffen, dann können wir eine halbe Stunde noch auf die vielleicht Verspäteten oder so warten, noch was essen und dann können wir uns ja gemeinsam auf den Weg in die Stadt machen zur Parade. Genau. Hab keine Scheu, mich anzusprechen. Ja. Genau. Gut. Diese Woche haben wir ja themenfrei und ich habe mich mal so durch die Themen durchgelesen, die ihr gerne sehen, hören wollt und bin auf das Thema Partnerschaft mit einer behinderten Person gestoßen oder eingeschränkten Person und da habe ich selber mal Erfahrungen mitgemacht und dachte mir, cool, kannst was drüber erzählen, nimmst du. Ja, genau, also ich hatte, oder besser gesagt, ich habe eine gehörlose, taubstumme kennengelernt. Ja, also wie kam das denn? Eine Freundin hat mich vor 2 Jahren, ich glaube vor 2 Jahren genau, mit zum CSD genommen und hat mir so allgemein die Gruppe vorgestellt und jeder hat mir auch Hallo gesagt, bis auf diese eine Person. Ich mir erstmal so dachte, so, hä, warum sagt die mir denn nicht Hallo? Naja, lassen wir sehen. Bis ich dann etwas später halt erfahren habe, dass sie gehörlos ist. Da war es mir dann auch irgendwie klar, warum sie mir nicht Hallo gesagt hat. Ja, und es ging dann irgendwann los, halt erstmal so mit Augenkontakt, dann irgendwie so auf Zettel geschrieben oder mit dem Handy getippt und irgendwann dachte ich mir so, das kann nicht so weitergehen, weißt du, ey, kann mich ja jetzt nicht den ganzen Abend hier so mit dem Handy mit ihr unterhalten, also, nee. Und die anderen waren schon im Club und wir saßen draußen auf einer Bank und dann meinte ich, habe ich sie eben nochmal mit dem Handy gefragt, ob sie mir das Alphabet der Gebärdensprache beibringen könnte. Das hat sie dann auch gemacht. Das Alphabet hatte ich dann relativ schnell im Kopf. Hat zwar gedauert, bis ich die einzelnen Wörter buchstabieren konnte, aber das ging schon mal. Und ja, sehr viel eben mit Händen und Füßen, weil sonst wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. Ja, ich glaube, für jeden, der mich in der Zeit in der Bahn gesehen hat, dachte ich, spinne. Ich habe nämlich dann die ganzen Wochen über immer das Alphabet in der Bahn bin ich durchgegangen und habe Wörter buchstabiert und ich glaube, jeder, der mich gesehen hat, dachte ich, spinne. Naja, und irgendwann habe ich sie nicht mal gefragt, ob sie mir denn nicht irgendwie mal Wörter zeigen kann. Und das haben wir dann halt langsam aufgebaut. Ich bin auch irgendwann mal in die Bücherei gegangen und habe mir so ein Buch ausgeliehen, so Zeichen der Gebärdensprache oder so hieß es. Ich weiß nicht mehr, wie es genau hieß. Auf jeden Fall waren dann eben so, zum Beispiel stand Sohn drin und wie du eben Sohn zeigst und deine Hände dazu bewegst. Also, und so stand da eben ganz viel drin, was ich mir dann einfach mal durchgebüffelt habe. Und ja, es wurde immer besser und alles. Und ja,
Es ist dann zwar nichts aus der Beziehung geworden, aber wir sind immer noch sehr, sehr gut befreundet. Also es war dann auch teilweise so, dass sie hier bei meinen Eltern war, hier mit geschlafen hat, gegessen hat und also ja, jeder, der uns gesehen hat, dachte eigentlich, hey, die sind zusammen, aber es war nicht so. Und ja, eben eine sehr enge Freundschaft und jetzt ist es teilweise so, wir schauen uns einfach nur noch an und wissen eigentlich, was wir denken. Also wir brauchen gar nicht mehr so unsere Hände dazu, weil wir sind jetzt schon so gut eingespielt irgendwie. Also es ist vor allem so, wenn wir in der Disco sind und ja, sie geht auch in die Disco. Also klar, sie hört nicht die Musik, aber sie spürt die Bässe. Also wenn ihr zum Beispiel mal in der Disco seid, legt mal auf die Theke eure flache Hand und nicht reden oder so, aber dann merkt ihr diese Bässe und auf die Bässe tanzt sie eben. Und es ist halt sehr, sehr cool. Also ich habe auch sehr viel von ihr mitgelernt. Und ja, es ist halt echt top. Also ich bin froh über die Erfahrung. Ja, und so eine Gebärdensprache hilft dir auch manchmal echt weiter. Also irgendwie auf Arbeit hatten wir immer einen, der war gehörlos und niemand konnte eben Gebärdensprache. Und da habe ich meine Gebärdensprache ausgepackt. Nur blöd wird es dann im Ausland, weil jedes Land eine eigene Gebärdensprache hat. Nur das Alphabet ist gleich. Fragt mich bitte nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Nur wir waren auch mal unterwegs und ich wollte natürlich schön mit meiner Gebärdensprache, also mit meiner Gebärdensprache punkten. Und wir haben mich nur angeschaut und mir dann also zu verstehen gegeben, übers Alphabet, dass sie eine andere Gebärdensprache haben. Blöd. Ja, genau, das war's dazu. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Genießt die Zeit. Jeder, der auf dem CSD ist in Stuttgart, 14:30 Uhr am McDonald's im Hauptbahnhof. Ich freue mich auf euch. Führt heute Abend alle nochmal den Sonntanz auf, weil das Wetter soll ja jetzt nicht so super werden. Irgendwie 30% Regenrisiko, aber das wird uns nicht die Party versauen. Genau. Und dann freue ich mich, wenn ich die ein oder andere morgen von euch sehe. Bis nächste Woche, die Mia. Ciao.